Vermarktung von Batteriespeichersystemen. Erneuerbare Energien werden immer wichtiger für unsere Stromerzeugung. Damit wir sie auch dann nutzen können, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht, brauchen wir Batteriespeichersysteme, BESS. Mit ihnen speichern wir Energie und stabilisieren unsere Stromnetze. BESS können also wesentlich zur Energiewende beitragen und profitabel sein. BayWa RE hat dafür das nötige energiewirtschaftliche Know-how. Welche Arten von BESS gibt es? Im Bereich Großspeicher unterscheidet man zwischen Standalone-Speichern und Anlagekombinationen. Standalone-Speicher sind unabhängig von der Energieart, die sie speichern. Anlagekombinationen sind sogenannte Hybridprojekte, die mit Wind- oder PV-Anlagen verbunden sind. Diese werden vom Staat teilweise im Rahmen der Innovationsausschreibung gefördert. Wie und wo wird BESS-Strom vermarktet? Batteriespeichersysteme gleichen Netzschwankungen durch marktorientiertes Laden und Entladen aus. Das BayWa RE Trading Team vertreibt BESS-Strom 24 Stunden am Tag, unterstützt von unserem eigens dafür entwickelten Optimierungsalgorithmus. So können an Spotmärkten unter Ausnutzen von Preisspannen überdurchschnittliche Gewinne erzielt werden. Wir vertreiben BESS-Strom aber auch an den Regelenergiemärkten, um das Potenzial der Speichertechnologie voll auszuschöpfen und gleichzeitig die Stabilität des Stromnetzes zu unterstützen. Was muss bei der Vermarktung von BESS-Strom beachtet werden? Im Mittelpunkt steht immer die BESS-Performance-Optimierung. Sie hat das Ziel, maximale Erlöse bei gegebenen Risikowünschen und Restriktionen zu erreichen. Dafür erstellt unser Algorithmus einen täglichen Fahrplan, welcher unter anderem Wettervorhersagen, Preisprognosen, Verfügbarkeiten und technische Parameter berücksichtigt. In diesem Fahrplan beziehen wir auch vom Betreiber vorgegebene Einschränkungen ein. Dazu zählen zum Beispiel Betriebspausen, die maximale Menge an möglichen Ladezyklen pro Tag sowie Vorgaben zum Batterieladestand. Den Fahrplan integriert unser Trading-Team in ein Optimierungsmodell. Der Algorithmus passt den Fahrplan dabei kontinuierlich an die sich verändernde Marktlage an. Die Vermarktung des BESS-Stroms erfolgt dann, basierend auf unserem Algorithmus, durch die Handelssysteme sowie durch unser 24/7 aktives Handelsteam. Wie wird die Vermarktung des Stroms aus dem Batteriespeicher vergütet? BayWa RE bietet Betreibern von BESS verschiedene Vergütungsmodelle. Je nach Risikobereitschaft reichen diese von einem jährlichen Festpreis in Euro pro Megawatt bis hin zu Profit-Sharing-Modellen. Sie bieten eine anteilige Vergütung aus den Erlösen der Regelenergie und Spot-Vermarktung. Zusammen mit unseren Kunden fördern wir bei BayWa RE mit individuellen Vergütungsmodellen und ganzheitlichen Vermarktungskonzepten die Wirtschaftlichkeit von BESS und treiben so die Energiewende voran.